Die Primadonna im Varieté in Bensheim, Pegasus heißt es, kommt auf 4 Pfoten daher und ist ungefähr 30 cm groß. Es ist ein Jack Russell Terrier, der zusammen mit seinem Herrchen Ivo Antoni momentan das Publikum begeistert. Schauen Sie mal, was ein Hund so alles kann. Für den Anfang schon nicht schlecht. Primadonna und Herrchen Ivo auf der Bühne des Varieté Pegasus in Bensheim. Seit einem Jahr treten die beiden gemeinsam auf. Ein weiteres Jahr Training steckt in der 5-minütigen Vorstellung und ungezählte kleine Hundekekse, die Ivo in der Hosentasche bereithält. Ohne die läuft nichts. Wenn ich dem Hund jetzt sage, sitz, dann mache ich so. Gleich feiner Hund. Dann zack, gibt's einen Keks. Dann dauert das relativ, geht das relativ schnell, dass er das versteht. Okay, Po runter, Keks rein. Das Wichtigste ist das richtige Timing während und vor der Vorstellung. Herrchen Ivo kann sich das eine oder andere Bedürfnis während der Vorstellung verkneifen, Primadonna nicht. Deswegen genau 10 Minuten vor der Show Gassi gehen. Einmal war dafür keine Zeit, die Konsequenzen auf der Bühne waren logisch. Und dann sehe ich irgendwie so einen kleinen irgendwie braunen Klumpen, der da irgendwie über die Bühne kullert. Und ich denke, was ist das denn? Ne? Ich habe ja nur so kleine Hundeleckerlis. So groß habe ich ja gar nicht. Seitdem gehe ich vorher immer mit dem Hund erstmal raus, dann hat er auch keinen Druck und dann ist auch alles locker und so, ist ja auch doof sonst, also kann man ja nachvollziehen. Ganz ohne Druck geht's weiter. Hunde würden in Deutschland viel zu wenig gefordert, meint Ivo. Denn dass die mehr können als Sitz und Platz, beweist Primadonna. Dafür braucht es nicht mal einen edlen Stammbaum. Und sie war auf so einem Pferdehof geboren, die haben da so eine Hobbyzucht gehabt. Und sie war der letzte Welpe und keiner wollte das haben. Da haben die Kinder damit angefangen, Fußball zu spielen. Tatsächlich? Ja, tatsächlich. Und dann kam eine Frau und die hat das gesehen und hat gesagt, das geht auf gar keinen Fall. Und hat den Hund mitgenommen und hat dann, weil sie selber auch 3 Hunde hat schon und keine Zeit, dann noch einen 4. Hund zu versorgen. Sag mal, wuff. Mal wuff. Wuff. Ja, nicht küssen. Wuff. Gut. Und so landete Primadonna eben bei Ivo und jetzt im Varieté Pegasus in Bensheim. Dort treten die beiden noch bis zum 26. April, immer donnerstags bis sonntags, zusammen auf. Das war's von der Hessenschau. Tschüss und